Liebe Freunde der Galerie, ich bin Kuno Schlichtmeier und spreche in der Ausstellung Künstlerpaare zu Julius und Lisbeth Bissier. Trotz eigenständiger Werkentwicklung prägt beide ein symbiotisches Verhältnis. Bis zu seinem internationalen Durchbruch 1958 war Bissier auf die wirtschaftliche Unterstützung seiner Frau angewiesen, die als Handweberin eine unabhängige Karriere entwickelte. Sie knüpfte auch Teppiche, oft mit Motiven ihres Mannes, und sicherte damit den Lebensunterhalt. Auch später fertigte sie für seine Miniaturen die feinen geschlemmten Leinen, auf denen mit Eiöltempera aquarellartige Arbeiten entstehen, mit einer Bildwelt, deren Symbolmotiv in einem Zwischenreich von Singen, Surreal Dingmagie und Abstraktion angesiedelt sind. So viel zu Julius und Lisbeth Bissier. Wir bleiben in Kontakt.